hatte. Treffen sich mit radikalrechten Rechtskonservativen zur Gründung einer Rechtsfront. Es referiert ein Rechtsfaschist aus Österreich, auch dabei ein rechter Rechtsanwalt. Das Ziel des clandestinen Treffens, Remigration von illegalen und kriminellen Ausländern. Und wo ist eigentlich Ihr Problem, wenn sich Einheimische privat in diesem Land treffen, um darüber zu sprechen, wie man Clanchefs, Islamisten, Vergewaltiger, Sozialhilfebetrüger und den ganzen Silvestermob zurück in ihre Heimatländer ausschafft? Remigration bedroht keinen Einheimischen mit Migrationshintergrund. Sie sichert gerade das Recht all jener Staatsbürger mit und ohne Migrationshintergrund, die Deutschland als Land der Deutschen erhalten wollen. EU-Kritiker, rechtsextrem. Migrationskritiker, rechtsextrem. Corona-Maßnahmenkritiker, rechtsextrem. Unterstützer von diplomatischen Beziehungen, rechtsextrem. Landwirte, rechtsextrem. Nach meiner überschlägigen Berechnung leben in Deutschland nach Ihren Verlautbarungen mindestens 30 bis 40 Millionen Rechtsextremisten, oder? Ihr Verfassungsschutz, Frau Faeser, musste übrigens gestern im Innenausschuss zugestehen, dass man gar keine Gesprächsinhalte des Geheimtreffens kennt. Björn Höcke, wollen Sie die feinen Demokraten in diesem Hause ochlokratisch die Grundrechte entziehen? Die AfD wollen Sie verbieten. Wenn Sie jetzt noch die Wahlen abschaffen, dann haben Sie ja gar keine Probleme mehr in diesem Land. Dann ist Ihre Demokratie gerettet. Voilà! Den Aktivisten Martin Sellner wollen Sie mit einer Einreisesperre belegen, wie es gestern im Innenausschuss thematisiert wurde. Ich würde Martin Sellner raten, an der Grenze einfach laut Asyl zu rufen. Dann kriegt er von Ihnen Bürgergeld und Staatsbürgerschaft. Es wird jedoch der Tag kommen, an dem man Ihre Geheimtreffen im Bundeskanzleramt offenlegt, Ihren zerstörerischen Geheimplan zu Lasten Deutschlands. Den legen immer mehr Schluss. Deutsche ab. Und so funktioniert wehrhafte Demokratie. Vielen Dank. Das freundliche Gesicht.